Bom. Ba, 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 ba. Oh, Kind ist weg. 2 von 3. Ups, wollte ich. Den musst du jetzt wieder drauf haben. Papa, zeig mal die Auswahl. Na, wir haben. Eine Scheibe. Sitze ich hier. Alleine. Ich habe echt überlegt, ob ich heute zumache. Geht's ja nicht so gut. Wir sind alle krank. Promax-Bremse. So, was haben wir hier? Eine Kette befreit. Als erste Aufgabe heute. Quasi Wiederverwertung. Ne? Da kommt jetzt ein Vorhängeschloss ran und schon haben wir wieder ein Schloss. Das ist ein alter Bekannter hier, das Fahrrad. Habe ich mal verkauft. Vor Jahren. Da ist er wieder. Jetzt sind mal neue Reifen fertig. Entschuldigung. Quatsch. Festschrauben, Alter, wirklich. Das klappt nicht. Tommy ist schon verwirrt, ey. So. Nummer 1. Und Nummer 2. Laufrad erzählt laut, so einfach geht es. Also immer schön beide Räder anschließen, ja, wenn euch die Räder lieb sind. Ansonsten zack, zack, weg. Tja, liebe Leute. Die neuen Reifen sind drauf. Die Puppe auf. Ja, bei dem Achter hinten, da hat er so einen kleinen Stoß auf der Felge. Also da weiß ich nicht, woher der kommt. Also da ist immer eine Bordsteinkante hochgehuscht. Und dann ist das natürlich an jener Stelle so ein bisschen verdickt, so gestaucht, verdickt. Und dann hast du dieses Gefühl beim Bremsen, dieses wie ABS, so wupp, 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 ne? Also solltet ihr mal, wenn ihr auch so ein Problem habt, mal die Felge überprüfen, ob die irgendwo so gestaucht ist von oben. Also manchmal sieht man das gar nicht so genau, aber man kann es so leicht erfühlen. Ja. Wenn nicht, merkt man es eben dann beim Durchdrehen und leicht die Bremse ziehen, merkt man so, wie der Draht immer so ein bisschen mitgeht. Ja, weil es so richtig massiv greift. Ah, Brubbel ist im Anmarsch. Rollkommando. Hey Brubbel, ich habe einen Helm für dich. Hier. Ja, da hat dein Opa drin gesteckt. Ja, ja. Habe ich ausgegraben auf dem Friedhof. Ja, da graben noch manche aus. Ja, wa? Das ist ein Ding. Aber du brauchst ja keinen Helm. Noch manche aus. Du hast ja schon eine Mütze auf. Du brauchst keinen Helm mehr.
Nee, aber jetzt hole ich meine einäugige Schlange. Die lässt du schön drin und nimmst die Hand schön aus der Hose. Die einäugige Schlange, Thomas. Die braucht keinen Helm. Jetzt kommt die Knippex. Habe ich ihm schon mehrmals gesagt. Dann machen wir Schnipp, Schnapp ab. Und dann kann er sie jetzt mal sehen. Aber Brummel will immer die einäugige Schlange zeigen. Ja, klar. Ja, warum denn eigentlich? Ja, weil es eine einäugige Schlange ist. Und ist das eine Attraktion oder was? Ja, klar. Ja, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. So selten ist das nicht. Das nimmt sich mehr Frauen als Männer? Ich bin mir nicht sicher. Glaubst du, nein, eigentlich sind sie aber abgebremst für sie. Hast du recht. Wie auch deine einäugige Schlange. Die nutzt die auch manchmal. Ja, ja. Super. Was hast du eingeholt? Komm, zeig. Käse. Ah. Rasierer. Ah. Morika. Für die einäugige Schlange. Ja, hol mal langsam. Oh Mann, der läuft doch mal schlechter. Was ist denn da los? Zusammen eins rausgebracht mit zwei Objektiven drin für Tiefenschärfe. Und eins macht nur schwarz-weiß, das andere macht die Farben und abgefahrene Scheiß. Eins macht den schwarz-weiß. Ja, Weltklasse-Literatur. So ein Arschloch sein, habe ich gehört. Hat ein Kumpel für ihn gearbeitet. Hat sich sehr arrogant genommen. Der Brösel? Ja, Brösel, ja. Bist du ja auch nicht. Gibst du? Ja. Nein. Ja. Scheiße, schneidest du mich raus? Nö. Oh Scheiße, der Mosser. Brösel ist ein Arsch. Der Mosser sucht mich. Ich hab. Ja, genau. Und der Mosser sucht mich, weil ich ein Antisemit bin. Du bist ein. Ja, ich hab einen Netanyahu. Ein Antisunit? Was ist das? Netanyahu. Boah, das ist ein tolles. 500 Euro. Nein? Ja. Einfach hoch. Ja, 500. Ach so, was ist denn verkauft? Der will verkaufen. Ich gebe dir noch 50 Cent. Ja, eigentlich will ich es nicht verkaufen, aber wenn du mir 500 gibst, ist es weg. Also, er will es verkaufen für 500. Einlage ohne Bremse? Ist ein Kunstrad. Ja, Kunstrad, ich glaube. Probier mal Kunst. Kumpel hat von mir, der hat noch zwei GT Performance Rahmen im Keller. Davon will ich mir einen schnappen. Mit hohem Lenker. Performer. Wow. Nicht Performance. Hi, so, was habe ich heute? Ich habe was Schönes gekauft, heute bekommen. Und zwar ein Original Nitto Vorbau von Kumahara. Den durfte ich heute kaufen. Schaut euch den mal an, dieses toll. Und vor allem vorne noch mit diesem schönen Kumahara Emblem. Ja, Nitto. Für einen Achtel Schaftvorbau. Der ist wirklich toll. In Pink natürlich. Kuwahara halt typisch. So, das ist Nummer 1. Und dann durfte ich noch ein ebenfalls Nitto. Da steht's. Wer weiß, was das ist? Hä? Na, um einen Vorbau zu bestimmen, die Vorbaulänge, Winkel etc., hat man dieses Teil gehabt. Da konnte man dann aufschrauben auf dem Rahmen. Den passenden Lenker montieren und dann konnte man einstellen und der Kunde konnte sagen, ah ja, so die Länge, die Höhe, den Winkel, das hätte ich gern. Ja, und das konnte man hiermit machen. Fand ich geil. Heiko gekauft. Und was haben wir noch? Und noch einen kleinen Sattel. Der ist von 1993. Ein Veta Itali Comfort von 93. Toll. Ja, nichts Besonderes, aber Sattel. Das waren meine Einkäufe für heute. Da habe ich bezahlt 60 Euro. Ja, 60 Euro. Aber die Vorbauten sind echt selten. Das ist echt was Tolles. Ich halte die Kamera, ich bin der Kamera und das Licht ich und das Kette. Ich bin die Kamera und das Licht. Ich bin der Mika. Der Mika. Der Mika. Oh, was liegt denn hier? Ein schöner Nitto-Vorbau. Mmh. Oh. 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 Ach nee, das sind die alten. Die mag ich nicht so sehr. Ist ja nicht so schlimm. Aber wo hast du die denn her? Schön.
Hat man die geschickt? Hast du sie gefunden? Vor allem Pink, das ist ja auch, den gab es in letzter Zeit ganz oft mit Fahrrad. Wo hast du so schön? Hast du schön in die Film? Ja. Ich war vom Mittobannen gefangen. Was? Ja, scheiße, ich brauche auch so einen Schraubstock. Man braucht einen Schraubstock, genau. Mm. Das ist toll. Jetzt hättest du doch mit dem Ding per Hand ohne jemand gekostet. Mit der Ratsche dann, wa? Nee, Ratsche ist ja hier nicht in dem Fall. Ach so? Andere. Rad. Das andere Rad. Ich weiß mir keinen Rad. Ich brauch das andere Rad. Das ist Schrott, ja? Zähne putzen. Spülen. Tommy kennt hier alle Tricks. Wo ist denn hier die Kamera? Da oben, die filmt. Ach so. Ich bin jetzt hier oben noch bei mir. So, schauen wir noch mal. Wir zerlegen Schraubkranz. Macht doch kein Mensch. Ja, denkt ihr. Lunge, Katar. Das muss ich jetzt doch reinigen. Scheißdreck. Zwei. Nicht auseinanderbauen. Spacer. Drei. Hast du keine Putzlappen hier? Spacer. Vier. Spacer. Fünf. Spacer. Sechs. Explosion. Boom. Schakalaka. Geil, wa? Geil, wa? Geil, wa? Ich liebe es. Wenn der Plan funktioniert. Hey. Nein! Um Gottes Willen. Achso, nee, am Tür. Kannst du machen. Nee, Buch. Nee. Ich will es jetzt so schnell wie möglich wieder rauf haben. Wieso? Ich fange mit dem an. Nee, ich mach das nicht. Nee. Das machst alle du. Oh, wie schön das wird. Wie eine neue Kassette, kann ich dann sagen. Kassette? Kassette? Was ist denn das? Ist das was zu essen? YZ, was ist das überhaupt? Kann man das sagen? Das Billigste vom Billigen? Die letzten beiden Buchstaben im Alphabet eventuell? So. Ja, jetzt geht das los. Hier, das war ein Dankspiel. Ja, wo ist er? Na, wo ist er? Ja, so. Da! Genau, da ist nämlich auch die Körnung. Und drin. Da war gleich ein Späßer? Ein Späßer. Warum sind die aus Plastik? Schick mir jetzt Peugeot und dazu hänge ich jetzt hier erstmal aus. Ist der Bremshebel abgebrochen. Der kommt neu. Das hier ausjagen. Ich hänge aus. Achtung. Ich tue zusammen. Ausjagen. Da ist er wieder, neuer Bremshebel. Der gute Weinmann. Fertig. Das genau das. Alles klar. Also, jetzt zeige ich die Schlimmaufgabe hier. Vernünftige Bremshebel einzubauen, die vernünftig bremsen, die auch ein Kind bedienen kann. Das ist doch bei diesem billig BMX-Rad von Stadler. Stadler nicht zur Benutzung auf öffentlichen Verkehrsflächen zugelassen. Allerdings auch nicht zur Benutzung in Bikes, in Bikeparks erlaubt. Ne, weil, also sollte man nicht, also würde ich nicht zulassen dafür. Es ist schwer wie Sau. Ein Siebenjähriger soll das fahren. Würde ich nicht machen. Ja, die wollen das.
Die haben es gerade gekauft, die waren jetzt auch wieder ein bisschen enttäuscht. Das Problem ist, ich enttäusche die Leute immer so, habe ich den Eindruck, wenn ich denen sage, naja, jetzt aber eigentlich nicht das Richtige und das ist viel zu schwer und das kann man ja nicht bewegen und die Bremsen funktionieren nicht und andere Hebel müssten ran für einen 7-Jährigen, der dann auch ziehen kann, nicht so zwei Finger Bremshebel für. Das ist Quatsch, das ist einfach nur Style, wa? Was sollen wir machen? Ja, ich baue es jetzt um, ich baue es erstmal auseinander. Das zeige ich euch jetzt im, kurz mal im Schnitt. Also noch einmal so. Und dann. Da ist es auseinandergebaut. Ne? Bremswilliger ab. Griffe ab. Griffe ab, Bremshebel ab, Bremszug vorne raus, weil die läuft so schon leicht und der war so verrostet hier. Der Zug hier läuft ja schon Rostwasser unten raus hier. Da war der Innenzug natürlich nicht, das war völlig im Arsch, kann man nicht verwenden. So, jetzt hole ich neue Griffe für vorne, neue Bremshebel für vorne. Schau mal, was ich da habe. Bremshebel holen, kaufen, bestellen. Ich habe keine hier, keine passenden dafür. Ich habe noch diese alten, diese Weinmann, diese alten Dinger. Aber ich denke mal, die werde ich dafür nicht nehmen. Ich bestelle welche. Ein bisschen längeren Hebel oder irgendwas. Ich muss mal schauen, irgendwelche Kinderbremshebel. Ich muss mal sehen. Das Problem ist, man kriegt diese Übersetzung von dem Ding, kriegt man ja nicht auf jeden Hebel projiziert. Jetzt muss ich einen passenden Hebel suchen, der das kann, der das macht. Und das ist entweder Stormy Archer, diese langen, oder von Nexus, die ich bei Carsten seinem Rad verbaut habe, das nicht für Carsten ist. Und ja, die werde ich jeweils bestellen und dann schauen wir mal. Neuen Zug, neuen Bremsbelag drauf und fertig ist der Lack. Dann ist das auch. Das war ein kurzer Update zu dem BMX-Rad. Jetzt kommt das nächste Rad dran und das letzte für heute, weil wir sind ja wahrscheinlich schon gleich über der Zeit. Schau mal. Uhr. Also lang jetzt heute nicht mehr. 20.15 Uhr ist es. Ich packe das jetzt erstmal beiseite, mache mir einen kleinen Zettel und dann kommt das nächste Radrennen. Das bauen wir um vom Rennrad zum Single Speed, weil der Kunde kein Geld hat, um den Antrieb komplett neu zu machen. Und da bin ich auch schon wieder. Also vom Rennrad zum Single Speed und warum? Alles, weil der Kunde kein Geld hat. Tja, das ist natürlich schade, aber so muss es dann ja wohl sein. Also hier ist eine wunderschöne Ausstattung drauf eigentlich. Eine alte 105er Golden Arrow. Nee, ja, ich meine, 600er sogar. 600er Shimano Schaltwerk. Das alles kommt ab. Der ganze Klabuster kommt weg. Der Rahmenschalthebel, alles weg, alles ab, alles weg, alles weg, alles weg. Und dann möchte er den großen Zahnkranz nur noch benutzen. Und hinten kommt ein Ritzel drauf. Wie macht man das? Das zeige ich euch jetzt. Ich guck mal, wie weit ich jetzt komme. Es ist 20.15 Uhr. 21 Uhr ist dicht. Ich muss noch aufräumen. Ich schau mal, wie weit ich komme. Also. Erstmal Hinterrad raus. Ja, was ist denn da los? Und das erste, was ich sagen muss, ist folgendes. Shit! Oh shit! Ich baue den Schnellspanner ab und hier die Achse fällt raus. Das Ding ist am Arsch. Das Ding ist am Arsch. Das Ding ist am Arsch. Okay, gut. Ich rufe den Kollegen an. Ist ehrlich, ich könnte kotzen, ey. Ja, ja. Ich rufe den jetzt an. So, es ist Feierabend. Ich bin natürlich nicht dazu gekommen, hier vernünftig irgendwie was zu reparieren. Jetzt, weil so viel gequatscht wurde heute.
was ich hinbringen. Mit meiner Tochter noch was essen und das war's. Also, wir sehen uns morgen. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.